In diesem Stück hat es tatsächlich einige sehr bekannte Melodien, zum Beispiel In der Halle des Bergkönigs. Das hat sicher jeder schon mal gehört. Hier beginnt es mit diesen tiefen Instrumenten. Das beginnt ganz unheimlich mit den tiefsten Instrumenten, die wir haben. Kontrabässe, Celli, Fagotte, große Trommel. Und das wird sich im Laufe dieser Szene in der Halle des Bergkönigs zu einer immer wilder werdenden Jagd steigern. Dann kommen immer mehr Instrumente dazu, Pizzicato, Geigen, Oboen. Dann schlussendlich der Chor tritt auch dazu und das volle Orchester im Fortissimo. Es gibt ein Thema, das wir Peer zuordnen können. Das kommt immer wieder vor, wenn er zum Beispiel in eine neue Episode einsteigt. Und gleich damit beginnt auch die Ouvertüre. Weil die Peer Gynt-Schauspielmusik ist ja schon eine Schauspielmusik, also in erster Linie Szenenmusiken, Verwandlungen, viele Tänze, die eignen sich natürlich, und auch melodramatisch, also wo dazu das Schauspiel passiert, gesprochen wird, und Lieder und Chöre. Es gibt noch eine andere sehr berühmte Melodie, die Morgenstimmung. Und wenn wir die hören, das hat sicher jeder schon mal gehört, stellt man sich ja so einen norwegischen Fjord vor. Das spielt die Flöte, die Oboe, später auch das Horn, dann auch das ganze Orchester. Spielt aber bei Kriegsbühnenmusik im Original in Marokko. Ist es so ein Sehnsuchts-, Erinnerungs- oder auch Verführungsmotiv. In der Szene mit der Grüngekleideten kommen beide Themen vor. Das der Morgenstimmung für die Grüngekleidete und das von Peer. Die Grüngekleidete verführt ja den Peer. Wir hören das Thema der Grüngekleideten in der Oboe und als Antwort das Thema von Peer in den Celli und Bässen.